In großen Teilen Puerto Ricos fällt Weihnachten dieses Jahr aus. Zweimal in der Woche stehen zahlreiche Bewohner der Kleinstadt Monrovis stundenlang in der prallen Sonne, um sich etwas Wasser und ein paar Lebensmittel abzuholen. Auch Monate nachdem Hurricane Maria große Teile des Landes zerstört hat, fehlt es tausenden Bewohnern am nötigsten. Viele Puerto Ricaner fühlen sich wie US-Bürger zweiter Klasse. Mein Leben hat sich drastisch verändert, weil die Hurricanes so stark waren. Ich habe 4 kleine Kinder, sie warten auf Hilfe, aber an einem Ort wie diesem sind wir vergessen. 3 Monate nachdem die Karibikinsel von 2 Hurricanes heimgesucht worden ist, haben rund 90% der Einwohner in Monrovis keine staatliche Hilfe bekommen. In ganz Puerto Rico leben über 3 Millionen Menschen, rund die Hälfte der Bevölkerung, ohne Strom. Wir haben immer noch keinen Strom, sogar 3 Monate nach dem Hurricane. Wir leben ohne Licht, wir sind auf einen Generator angewiesen. Wir haben kein Geld für Benzin, wir leben nur mit Batterien. Meine Tochter hat wegen des Hurricanes keinen Weihnachtsbaum bekommen. Wir haben keinen. Sie hat einen gemalt und möchte ihn an die Wand kleben, damit der Weihnachtsmann die Geschenke darunter legen kann. Durch die Hurricanes wurden über 200.000 Häuser zerstört und mindestens 64 Menschen getötet. Die örtliche Regierung berichtet außerdem von einem Anstieg an Selbstmorden, weil sich viele Menschen angesichts der Zerstörung verzweifelt, krank und hilflos fühlen und keinerlei Unterstützung bekommen haben.